fährst du frei. Annette hat Theorieprüfung. Wir sind dabei. Mit welchem Verhalten von Radfahrern müssen Sie rechnen? Radfahrer benutzen Einbahnstraßen in beide Richtungen. Radfahrer benutzen Radwege auf der Radfahrer benutzen keine Beleuchtung bei Dunkelheit. Radfahrer benutzen Radwege auf der falschen Seite. Ja, was macht Annette? Radfahrer benutzen Einbahnstraßen in beide Richtungen, Radwege auf der falschen Seite und sind auch ohne Beleuchtung unterwegs. Sieht das Annette noch? Jawohl. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? Ich verringere die Geschwindigkeit. Ich bremse in der Kurve stark ab. Ich vermeide ruckartige Lenkbewegungen. Ja, man sieht in der Kurve den Schnee auf der Fahrbahn. Runter mit der Geschwindigkeit ist die Devise und nicht ruckartig lenken. Was macht Annette? Ja, hat sie gut gemacht. Wie verhalten Sie sich hier richtig? Ich ermögliche dem Fußgänger auf der rechten Seite das Überqueren der Fahrbahn. Ich bremse vorsichtig. Ich fahre vorsichtig weiter, da keine Markierung auf der Fahrbahn zu erkennen ist. Ja, wir haben Schnee auf der Fahrbahn. Das Symbol, das Verkehrszeichen, Zipperstreifen, ist deutlich zu sehen. Muss man den Fußgängern das Überqueren der Straße ermöglichen und vorsichtig bremsen. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? Ich bremse auf Schrittgeschwindigkeit ab. Ich überhole die Radfahrerin. Ich bleibe bremsbereit. Ja, es ist das Fahrzeug auf der rechten Seite zu sehen. Der Radfahrer wird vielleicht sogar gänzlich ohne zu schauen den Fahrstreifen wechseln. Schrittgeschwindigkeit wäre hier angesagt. Überholen. Auf gar keinen Fall und bremsbereit bleiben. Was macht Annette? Wodurch lässt sich die Fahrtüchtigkeit nach übermäßigem Alkoholkonsum kurzfristig wiederherstellen? Ja, da hilft leider gar nichts, außer, ja, nichts. Gar nichts. Warten. Durch das Trinken von 2 Tassen Kaffee. Durch 15 Minuten Sport. Durch gar nichts. Hat sie gut gemacht. Worauf müssen Sie sich hier einstellen? Auf ein von rechts kommendes Fahrzeug. Auf einen verlängerten Bremsweg. Auf eine verengte Fahrbahn. Ja, man sieht, die Fahrbahn ist verengt nach der Kreuzung. Keine vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen. Auf ein von rechts kommendes Fahrzeug muss geachtet werden. Und Laub auf der Straße. Es ist nass, also verlängerter Bremsweg. Was macht Annette? Hat lange überlegt.
Worauf sollten Sie sich in dieser Situation einstellen? Der Hund wird von dem Kind sicher unter Kontrolle gehalten. Der Hund reißt sich los und das Kind läuft hinterher. Der Hund läuft auf die Fahrbahn und zieht das Kind hinter sich her. Ja, was macht Annette? Das ist immer gefährlich mit dem Hund. Ja, schaut gut aus. Antwort 2 und Antwort 3 hat sie gut gemacht. Warum kann Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich sein? Weil der Gegenverkehr schneller fährt als angenommen. Weil der Überholweg länger ist als angenommen. Weil der Gegenverkehr langsamer fährt als angenommen. Ja, was macht Annette? Da ist eine Falle drin, der Gegenverkehr, wenn langsamer fährt als angenommen, dann hätte ich ja mehr Zeit. Also das ist nicht die Gefahr. Schauen wir mal, ob Annette das auch richtig macht. Ja, die ersten beiden. Ja, schaut gut aus. Die Filme am besten mehrmals ansehen, wenn es nicht glasklar ist, wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid. Unbedingt mehrmals anschauen. Was macht Annette? Wechselt sofort. Warum müssen Sie in dieser Situation mit dem Abbiegen warten? Wegen des Fußgängers. Wegen des Motorrads. Wegen des LKWs. Ja, der LKW, der ist ja hier auf dem Bild auch noch zu sehen. Und das Motorrad. Welchen Seitenabstand müssen Sie beim Überholen von Fußgängern und Radfahrern einhalten? Ich muss innerorts mindestens 1,5 Meter Seitenabstand einhalten. Ich muss innerorts mindestens 1,0 Meter Seitenabstand einhalten. Ich muss außerorts mindestens 2,0 Meter Seitenabstand einhalten. Ja, innerorts mindestens 1,5 Meter Seitenabstand. Ein Meter wäre zu wenig. Und außerorts mindestens 2 Meter. Das gibt es jetzt noch nicht so lange. Weiß das auch nicht. Ja. Sie möchten eine Pferdekutsche auf einer Landstraße überholen. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich halte einen möglichst geringen Seitenabstand ein. Ich achte auf Handzeichen zum Abbiegen des Kutschers. Ich halte einen ausreichenden Abstand beim Wiedereinscheren ein. Pferdekutsche, das bedeutet, wir haben es mit Tieren zu tun und da darf man nicht mit einem geringen Abstand vorbeifahren. Die Tiere, die können scheu werden, davonlaufen wollen und das wäre nicht gut. Das möchte niemand. So, sie überlegt noch, die Handzeichen wären hier gut vom Kutscher. Auf die muss man achten und immer einen großen Abstand einhalten. Was macht Annette? Jawohl, schaut gut aus. So, was macht Annette? Hat sie das Entscheidende schon gesehen? Sie fordert sofort die Frage an. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? Ich bleibe hinter der Straßenbahn. Ich fahre rechts an der Straßenbahn vorbei. Ich überhole die Straßenbahn links.
Ja, was macht Annette? Ja, hinter der Straßenbahn bleiben, das ist wie ein Bus, Bushaltestelle. Unter welchen Und Umständen dürfen Sie das an hat sie einer gut gemacht, Frau Kreuzung eine Tollens. rote Ampel überfahren? Unter keinen Umständen. Wenn ein Polizist den Verkehr auf der Kreuzung regelt, um einem Einsatzfahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn vorsichtig Platz zu schaffen. Ja, sie überlegt noch, wenn ein Polizist den Verkehr auf der Kreuzung regelt, das ist richtig. Und wenn Einsatzfahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn unterwegs ist, dass man da vorsichtig Platz schafft. Das hat sie doch richtig gemacht. Was überlegt sie noch? Wo müssen Sie mit technisch ungesicherten Bahnübergängen rechnen? Auf wenig befahrenen Straßen? Auf Feld- und Waldwegen? In Industrie- und Hafengebieten? Ja, sie überlegt noch. Jawohl, alle drei, ist es richtig. Worauf sollten Sie nach dem Starten Ihres Fahrzeugs achten? Ich sollte möglichst unverzüglich losfahren. Ich sollte möglichst den Motor im Stand warm laufen lassen. Ich sollte möglichst mit niedriger Motordrehzahl fahren. Ja, nach dem Starten des Fahrzeugs ist wichtig, unverzüglich loszufahren, damit der Motor warm wird. Auf gar keinen Fall im Stand warm laufen lassen. Ja, erstmal mit niedriger Motordrehzahl fahren. Ja, hat sie doch richtig gemacht. Wer darf in dieser Situation zuerst fahren? Der gelbe Traktor. Der blaue PKW. Ich selbst. Ja, hat sie gut gemacht. Sie ist ja auf der Vorfahrtsstraße und das andere war ein Feld-, Wald- oder Wiesenweg. Wie verhalten Sie sich hier richtig? Ich biege vor dem schwarzen Fahrzeug ab. Ich lasse das schwarze Fahrzeug durchfahren. Ich biege vor dem grünen PKW ab. In Ja, welcher hat sie gut Reihenfolge müssen gemacht. die Fahrzeuge hier weiterfahren? Der Radfahrer, ich, der weiße PKW. Der Radfahrer, der weiße PKW, ich. Ich, der Radfahrer, der weiße PKW. Ja, was macht Annette? Wir sehen hier abknickende Vorfahrtsstraße nach links. Der Radfahrer ist vor uns. Den können wir jetzt nicht überholen. Also da müssen wir dahinter bleiben. Und der weiße PKW will die Vorfahrtsstraße verlassen. Also Antwort 1. Was macht Annette? Welche Fahrzeuge dürfen in eine so gekennzeichnete Fahrradstraße einfahren? Alle PKWs, wenn sie Schrittgeschwindigkeit fahren.
Alle Fahrzeuge, die von Anliegern gefahren werden. Alle Mofas mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit unter 25 km pro Stunde. Ja, nicht leicht, diese Frage. Da ist eine Falle drin mit den Mofas. Anliegerfrei steht da, also alle Fahrzeuge, die von Anliegern gefahren werden. Pkw mit Schrittgeschwindigkeit, die haben da nichts zu suchen. Was macht Annette? Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf eine Nothalte- und Pannenbucht. Auf einen vorübergehenden Zusatzfahrstreifen. Auf eine Haltemöglichkeit für Pausen- und Fahrerwechsel. Ja, Nothalt und Pannenbucht. Das kann sie. Sie haben einen 3 Jahre alten Pkw gekauft und möchten diesen privat nutzen. Die Hauptuntersuchung ist neu. Welche Frist gilt für die nächste Hauptuntersuchung? Zwei Jahre, das wird sie wissen. Angabe in Monaten, muss man aufpassen. Sie überlegt noch. Ja, schaut gut aus. Sie möchten Ladung auf dem Dach Ihres PKWs transportieren. Welchen Einfluss hat dies auf das Fahrverhalten Ihres PKWs? Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab. Die Seitenwindempfindlichkeit nimmt ab. Der Bremsweg verlängert sich. Ja, wenn man auf dem Dach was transportiert, kann das Fahrzeug nicht mehr so gut beschleunigen. Bremsweg verlängert sich, ja, 1 und 3, war schon richtig. Woran erkennt man einen guten Fahrzeugführer? Ein guter Fahrzeugführer geht nicht auf die Provokationen im Straßenverkehr ein. Ein guter Fahrzeugführer weist andere Verkehrsteilnehmer stets auf ihre Fahrfehler hin. Ein guter Fahrzeugführer zeichnet sich durch eine ruhige und gelassene Fahrweise aus. Ja, 1 und 3, das wird sie wissen, jawohl. Wie verhalten Sie sich richtig, wenn Sie bei einer nächtlichen Fahrt Ermüdungserscheinungen spüren? Ich lasse nach Möglichkeit einen Mitfahrer fahren. Ich unterbreche die Fahrt für eine ausreichende Pause. Ich verzichte auf eine Unterbrechung und kämpfe gegen die Müdigkeit an. Ja, hier große Gefahr. Wenn die Ermüdungserscheinungen schon da sind, dann ist das nächste der Sekundenschlaf und dann wacht man vielleicht nie mehr auf. Deswegen Mitfahrer fahren lassen, wenn möglich. Pause machen. Was macht Annette? Ja, Antwort 1 und 2. Jawohl. Welche Ursache führt bei jungen Fahrern häufig zu sogenannten Disco-Unfällen? Die Fahrer merken nicht, dass sie fahruntauglich sind. Die Fahrer merken nicht, dass sie übermüdet sind. Die Fahrer merken nicht, dass sie körperlich erschöpft sind. Ja, Annette hat körperlich erschöpft gleich mal angekreuzt. Die merken auch nicht, dass sie fahruntauglich sind und dass sie übermüdet sind. Annette überlegt noch. Jawohl. Ja,
Womit müssen Sie auf diesem Parkplatz rechnen? Mit ausparkenden Fahrzeugen. Mit falsch parkenden LKWs. Mit Personen auf der Fahrbahn. Was macht Annette? Ja, alle drei. So, der nächste Film. Was macht Annette? Hat sie das schon gesehen? Das war jetzt schon sehr schwer. Okay, sie geht sofort zur Aufgabenstellung. Jetzt wird es spannend. Hat sie das Motorrad gesehen? Das ist nämlich genau im toten Winkel gewesen von dem Traktor. Ja. Sie macht's noch mal weg. Warum dürfen Sie jetzt nicht überholen? Vier Fehlerpunkte. Wegen des ausgeschilderten Überholverbots. Wegen des Motorrads. Wegen des blauen Transporters. Sie überlegt noch mal und nimmt dann das Motorrad. Ja. Das ist richtig. Was kann Aquaplaning, Wasserglätte, zur Folge haben? Eine eingeschränkte Lenkfähigkeit des Fahrzeugs. Eine verringerte Bremsfähigkeit des Fahrzeugs. Eine vergrößerte Haftreibung der Reifen. Auch nicht so leicht, die ersten beiden. Wodurch kann eine Gefährdung beim Fahren entstehen? Ja, was macht Durch ein zu großes Spiel in der Lenkung. Durch ein nicht funktionierendes Abblendlicht. Durch eine stark einseitig wirkende Betriebsbremse. Alle drei können zu einer Gefährdung führen. Was macht Annette? Ja, bei dem ersten überlegt sie noch. Ja klar, also wenn es nicht funktioniert. Ja, Fahrzeug ist zum Beispiel dann nicht... Was sollten Sie bei der Streckenplanung ins Ausland beachten? Im Ausland können andere Bedingungen für die innerstädtische Straßennutzung gelten, zum Beispiel City-Maut. Im Ausland können andere Kennzeichnungspflichten für das Befahren von Umweltzonen bestehen. Im Ausland können andere Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten. Ja, das erste hat sie sofort angekreuzt. Da sind alle drei. Was macht sie? Mit welchem Verhalten von Radfahrern müssen Sie rechnen? Jetzt kann sie eigentlich abgeben. Was macht sie denn jetzt? Ja, sie hat's abgegeben und zwei Fehlerpunkte. Gratulation! Super, Annette. Prüfung bestanden. Das war, welcher Fehler war das? Das war, ja, das mit dem Mofas. Das war der einzige Fehler, den sie gemacht hat. Das ist doch wirklich klasse. Nochmal Gratulation, Annette. Hat euch das Video gefallen? Abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben, klickt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video und bis zum nächsten Mal.